Herzlich willkommen wieder zurück zu der Tekken 8 Demo. Get ready for the next battle. Ein altbekanntes Wort in den letzten Monaten von den Trailers, von den Charaktervorstellungen. Und jetzt ist heute die Demo da, meine Freunde. Mein Name ist ChristianAngel3000 und ich bin echt froh, dass er endlich da ist. Für alle zugänglich auf der PlayStation 5 oder auf PlayStation 4. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Hey, aber egal. Ja. Und in der letzten Folge, in der ersten Folge natürlich, haben wir die Story, die Dunkelheit der Wacht gespielt. Und jetzt werden wir mal reinschnuppern in den Arcade-Quest-Modus mit mir natürlich. Und wenn es euch gefällt, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, support das kein Mod. Und würde mich freuen, wenn ihr ein kleines Feedback hinterlässt, was ihr von diesem Spiel haltet. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein und mal gucken, was uns erwartet. Es soll, wie ich gesehen habe, so ein bisschen, keine Ahnung, in verschiedene Genres gehen, aber eher in die kindliche Basis. Aber mal gucken, was uns erwartet. Let's go. Spielhalle. Meine Geschichte. Okay. Okay, wir haben einen Open-World-Modus. Wie ich in der letzten Folge angesprochen habe. Von Street Fighter. Aber hier hat ein bisschen anders aufgebaut. Wo ist deine Begleitung? Die sollte schon längst hier gewesen sein. Ich suche sie. Geht hier schon mal ohne mich rein. Okay, dann sehen wir uns drin. Cool, wenn das Turnier losgeht, bin ich da. Wo könntest du sein? Nirgendwo, vielleicht mal meinen Charakter erstmal erstellen muss wahrscheinlich. Jo, wo bist du? So voll wie es hier ist, wird nahezu unmöglich sein. Okay. Ich habe eine Idee. Sag mir, was heute trägst und ich halte auch schon nach dir. Okay, dann kommen wir erstmal zum Charakter-Editor. Oder auch nicht? Ich krieg einen vorgefertigten Charakter. Oh mein Gott! Soll das Paul sein oder was? Da bist du ja. Ich dachte schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Mann, mein Herz schlägt bis zum Hals. Man spürt förmlich die Spannung in der Luft. Wir haben eine gefüllte Ewigkeit darauf gewartet, dass das Spiel endlich rauskommt. Ja, wir warten leider auch. Wenn ich daran denke, selbst spielen zu können, fangen wir vor Freude an, sie zu zittern. Siehst du einen freien Automaten? Da. Jo, da ist einer. Ja, yeah, es ist soweit. Tekken 8 ist endlich da. Ihr Schweine. Ihr dürft zocken. Boah, warte mal. Hast du schon vorher gespielt? Ich habe alle Tutorials durch für neue Spieler. Ich spiele alle Tutorials durch für neue Spieler. Nee, für erfahrene Spieler. Ja, ich bin eigentlich einfach. Ich spiele nur die wichtigsten Systeme. Okay. Oh, cool, echt? Dann erzähle ich dir über die wichtigen Dinge beim Kampfsystem. Get ready for the next battle. Oh, Paul sieht echt komisch aus. Also früher sah er besser aus. Heat-System. Stimmt, das war das, genau. Jetzt werden wir dir etwas über das Heat beibringen. Das super wichtige Kampfsystem. Oder ein super wichtiges Kampfsystem. Ist dir schon aufgefallen, dass neben der Gesundheitsanzeige noch eine weitere Anzeige gibt? Das ist das Heat-Anzeige. Wenn du eine Heat-Anzeige hast, kannst du sie
kannst du Heat aktivieren. So beginnst du in jeder Runde. Versuche jetzt mal das Heat zu aktivieren. Versuch diesen Befehl. Yay! Du hast Heat aktiviert. Du kannst sehen, dass die Anzeige jetzt anders aussieht. Mit aktivierten Heat ist dein Charakter stärker. Allerdings gibt es ein Zeitlimit, also bleibst du nicht ewig stärker. Deine Heat-Phase endet, wenn die Zeit abgelaufen ist. Da du sie nur einmal pro Runde nutzen kannst, ist das richtige Timing entscheidend. So, außerdem gibt es Moves, die nur verfügbar sind, wenn du Heat aktiv ist. Versuch mal einen Heat. Okay. Okay. Oh ja, das ist ein super Heat Smash. Da führst du jede Menge Schaden. Okay, danke schön. Erst darf ich drücken, dann darf ich nicht mehr drücken. Der Heat Smash ist ein mächtiger Angriff. Und dein Heat endet, wenn du ihn einsetzt. Aha, also wenn ich zweimal R, also R1 drücke, aktivieren und dann am Ende R1. Okay. Das Smash ist nicht der einzige Gute an der Heat-Phase. Außerdem verleihst du damit einen gesamten Move die Stärke von Verteidigungsschaden. Während du in der Heat-Phase bist, erleidigt dein Gegner selbst während der Blockenschaden durch deine Angriffe. Der Schlüssel zum Sieg besteht darin, aggressiv anzugreifen und den Gegner auszuschalten, bevor er deinen Heat beendet. Okay. Bei Tekken dreht sich alles um Luftkombos. Wenn du das, was wir hier üben, umsetzen kannst, bekommst du Luftkombo problemlos hin. Okay, versuch deinen Befehl anzugeben. Hä? Ja. So, das war knapp. Hä? Warte mal. Empfohlene Kombo, Pfeile links nach oben, Kreis, wenn Hit aktivierst, verfügbar ist. Geht gar nicht. Hä? Mit empfohlenen Luftkombos. Verstehe ich nicht so. Ah, okay. Naja, war jetzt nicht so wirklich Luft, aber egal. Alles klar. Yeah, okay, du kannst es sehen. Als nächstes musst du noch ein paar noch einen Charakter auswählen. Okay. Wen nehmen wir denn natürlich? Paul? Können wir auch mal funktionieren. Also, wie findest du das neue Tekken? Bei Tekken 8 dreht sich alles um Aggressivität. Dich erwarte ich also spektakuläre Kämpfe. Mhm. Oh, fast vergessen. Es gibt ein Turnier, in dem die berühmten Spieler eingeladen werden. Sehen wir es uns an. Diese besondere Tekken 8 Turnier hat einen Höhepunkt erreicht. Wird Orochi oder Blade gewinnen? Der Gewinner erhält eine spezielle Einladung beim Meister-Event von Tekken World Tour anzutreten. Jetzt haltet euch fest, es macht euch bereit für den nächsten Kampf. Fight. Heftig, das nenne ich mal eine Machtdemonstration. Unser neuer Champion heißt Orochi. Langweilig. Meine Güte, sie haben den Boden mit ihren Gegnern aufgewischt. Orochi, hast du noch einen großen Sieg heute, noch ein paar Worte für uns? Ich bin nur wegen einer Sache hier, die Nummer 1 auf der Welt zu werden. Ich vernichte jeden, der sich auf dem Weg der Spitze in den Weg stellt. Diese Ansprache hat mir einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Vielleicht stehen eines Tages wir doch oben im Rampenlicht. Hey, schon gehört? Die haben jetzt Tekken 8 drüben im Gong. Tekken 8 drüben im Gong? Echt?
Tja, das Turnier ist vorbei, also schauen wir uns mal an. Was ist ein Gong? Bin dabei, gehen wir zurück zum Gong und testen es. Was ist Gong? Okay, das ist die World Map anscheinend. Interessant. So, eine kleine Spielhalle, in der sich Anfänger treffen. Die Community um Max kämpft gegeneinander und tauschen Informationen aus. Offenbar ist heute endlich das brandneue Tekken 8 rausgekommen. Ja, mal guck hier, erster Dan, zweiter Dan und haha, okay. Die Frage ist, das online direkt oder ist es ein zweiter Offline-Modus? Hey, da bist du ja. Das Spiel wurde gerade veröffentlicht. Oh Mann, ich mag es, wenn es nach einer neuen Veröffentlichung alle rausfinden wollen, welche Charakter am stärksten ist. Alles fühlt sich so frisch und neu an. Hm, vielleicht, welcher Charakter sollte ich nehmen? Lass uns endlich spielen. Melde dich, wenn du loslegen willst. Ich bringe dir bei, welche Moves du an deinen Charakter am besten einsetzen solltest. Immer nennt man mich nicht umsonst. Dankeschön. So, neue Freunde. Okay, ich hoffe, man kann im Originalspiel auch den Charakter wechseln oder erstellen. So. Super, dann los. Wähl einen Charakter aus, mit dem du kämpfen willst. Also dann fordere mich heraus. Wir nehmen natürlich Lynx. So, da wir nicht viele haben, haben wir letztes Mal Nina gehabt. Und das könnten wir im Endeffekt auch mal mit Paul spielen. Auch wenn der im Gesicht... Ich weiß nicht, ich komme mit seinem Gesicht nicht zurecht. Also die vorigen Teile waren besser gemacht, definitiv. Der hat einfach viel zu breites Prinzen, das passt nicht zu dem. Aber egal. Paul vs. Paul, dankeschön, dass du wieder der hat geklaut. Heatburst and Smash. Heat Smash, okay. Hol dir Heatburst raus, um Heat auszuleben. Aktive Heat, wenn du aggressiv sein willst. Und nimm es mit deinem Gegner auf. Versuch diesen Befehl anzugeben. Das ist der gleiche wie vor uns, R1. Gut gemacht. Das ist der Heatburst. Benutze ihn im Kampf für Heatburst, okay? Also, okay. Wow. Okay, ganz kurz 7 ist nur aktivieren, länger drücken. Ist dann wohl, ja. Das ist kein Problem. Nein. Okay, Zeit für den ersten Kampf. Du schaffst das. Fußtritt ins Gesicht. Wenn du etwas Neues gelernt hast, solltest du es in die Praxis umsetzen. Kämpf gegen mich, hier und jetzt. Probier das Heat-System aus. Der erzählt die ganze Zeit immer, ja komm, kämpf gegen mich, kämpf gegen mich, kämpf gegen mich. Oh komm, der darf Asuka spielen. So ein Penner. Sorry. Okay, ich komme mit Motorrad an, die kommt mit dem Fahrrad an. Na dann. Ich bin mal gespannt. Ich will mal was ausprobieren. Der hat eigentlich ein Salto, kann der machen. Genau. Oh, wenn es nicht will, also. Aua.
Ja, das sieht man, jetzt ist es ein bisschen langsamer. Paul ist ja auch nicht das Schnellste, was das angeht. Warte mal, irgendwie ging das doch auch. Genau. Okay, oh, 46.000 bekommen. Was können wir mit dem denn wohl machen? Gesamt Siegbonus mit den Punkten. Oder ist es bloß der XP-Level? Gute Frage. Aktiviere Hit und entfesselt einen Hit Smash. Das ist ein todsichere Weg zum Sieg. Probier es einmal mit dem richtigen, okay? Ach ja, ich habe dich noch gar nicht bei den anderen vorgestellt. Dank dieses Teams ist das Gong was ganz Besonderes. Immerhin bist du jetzt auch ein Tekken-Freak, wie wir. Das war auch schon vorher. Ich bin Beat. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin auch ziemlich neu Tekken, neu bei Tekken. Kann aber... Dankeschön. Bei mir dreht sich alles um stylischen Moves. Du weißt schon, um meine Show hinzulegen. Wer ist dein Hauptcharakter? Also, hey, ich bin Brim. Ich finde es toll, wie die Charakteranpassung in Tekken seine persönliche präsentieren kann. Durch die Anpassung kannst du anderen zeigen, wer du bist. Das ist schon ein Sieg für sich. Ja, Style. Was geht? Ich bin Nick. Viel Glück, Neuling. Ich kämpfe gegen dich, wann immer du willst. Da kommt noch ein Trottel. Wird eine nette Abwechslung in meinem Rang gefangen, ist okay. Ich bin regelmäßig im Gong. Du hast ja perfekt den Ort für Tekken-Fans. Du kannst gerne jederzeit vorbeischauen. Okay, du hast ein bisschen eingebildet. Alles klar, erhalte den Rang ersten Dan. Sprechen. Ich spiele immer länger, wenn ich ein cooles Outfit für meinen Charakter habe. Ich muss ja zeigen, dass ich gut aussehe, oder? Genau wie ich. Kämpfen. Ja, danke, so gut mir ein neues Outfit gefällt. Get ready for the next battle. Boah, darf ich nur noch mit Paul spielen jetzt? Aufstiegskampf. Okay, das ist der Modus, so wie mit der PSP. Aha, Lily, okay. Au. Wie sie alle blocken. Ich habe aber den Heat jetzt nicht aktiviert. Aha. Nixer. Au. Boah, ist ja anstrengend gerade. Die blockt ganz schön viel, ja. Ups, das war eigentlich fast zu viel. Nice, okay, kletter die Rangleiter hoch. Der Rang hilft dir dabei festzustellen, wie stark ein anderer Charakter ist. Wenn du genug Kämpfe gewinnst, steigst du auf. Zeig allen, wie hart du bist, indem du den höchsten Rang aufsteigst. Ränge ändern sich für jeden Charakter einzeln. Hey, manchmal erscheint ein Ausrufezeichen, nachdem du einen anderen Spieler besiegt hast oder aufgestiegen bist. Dieses Zeichen bedeutet, dass du mit dem nächsten Teil der Story fortfahren kannst. Sprich mit deinem Spieler, okay, alles klar. Und zurück zur Halle. Hätte ich doch mit Nina anfangen sollen. Wäre mir lieber gewesen. Aber ich meine, so viel können wir wieso nicht machen. Also bist du nun beeindruckt oder bist du beeindruckt? Okay.
Du hast den Weg zu dieser Befolgung wirklich freigekämpft. Glückwunsch, dein Rang zeigt an, wie gut du bist. Wenn du weitermachst, kletterst du nur auf die Spitze. Hast du schon ein Gefühl für den Heat Smash? Weiter zum nächsten Schritt. Ernstsätze? Okay. Du wirst hier gezwungen. Üben wir ein Luftkombo mit Heat Smash. Haben wir doch gerade auch schon gehabt. Dürfte das Spiel? Nein. So. Ohne Luftkompos werden Tekken einfach nicht Tekken. Ist mir schon klar, ja. Denk an dieses Training, wenn du in das Spiel halt deine Runde machst. Empfohlene Bewegungshinweise des Partners werden während des Kampfes angezeigt. Du kannst deine Wahl im Partnermenü jederzeit ändern. Partnerwahl, Schnellauswahl. Charakter Nina, Dankeschön. Links, bestätigen. Okay. Erhöhe deinen Rang auf zweiten Dan. Kann ich mit dir nochmal kämpfen? Kämpfen. Okay. Man kann immer wechseln. Das ist schon mal sehr schön. Das lohnt sich schon mal. Au. Mhm. Bin hier. Nixer Eleganto. You're nice. You win. What's done is done. Alle Missionen abgeschlossen. Yeah. Und wieder zurück zur Halle. Ja, also man könnte jetzt im Endeffekt noch mehr zeigen, noch mehr spielen, immer weitermachen und so weiter und so fort, um auf den nächsten Dan hochzusteigen. Aber wir wollten ja nur einen Eindruck machen, den Rest mache ich auf jeden Fall gerne alleine weiter. Mal gucken, geht das hier? Was ist das hier? Kämpfen. Wenn du dich an einen freien Tisch in Tekken, also einen freien Tekken 8 Automaten setzt, kannst du gegen alle Arten von Gegnern kämpfen. Kämpfe Revengen und deine Gegner, deinen Rang zu schnell zu erhöhen. Der Kampf endet automatisch, wenn du die Bedingung der Aktivität des nächsten Events erfüllt hast. Und wen kriege ich ja? Wer ist denn? Azugena? Okay, kennen wir auch nicht. Aufstiegskampf. Okay, ist das eine Art Eddie-Verschnitt? Ich glaube nicht, hoffe nicht. Ja, blocken bringt dann auch nichts mehr, wenn ich das Heat aktiviert habe. Ne? So. Beförderung zum ersten. Nächster Gegner. Machen wir mal weiter. Links das eine noch abschließen auf dem zweiten Dan. Das kriegen wir doch locker hin. Oh, Xiangyu. Will die auch spielen? Oh, die Haare sehen doof aus. Das merkt man. Das
Wo sind die Zöpfe, wenn man sie will? Okay. Okay. Oh, Treffer sogar. Die in silence. Okay. Und bin ich froh. Hat nicht ausgereicht. Na komm, machen wir mal weiter. Nächste Runde. Yay. Get ready for the next battle. Brain. Pinky und the Brain. Brain, Brain. Oh Gott. Oh Gott. Ist ja schlimm. Aggressiv spielen, ne? Aber er blockt die ganze Zeit. Was soll denn das? So. Nächste Runde. Au. Und zweiter dann zurück zur Spielhalle. Easy. Sieht aus, als würdest du die Rangleiste hochklettern. Apropos, ich habe was für dich. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke darüber nach, ein Glück im Turnier zu versuchen. Also mein Glück, okay. Weißt du, Turniere machen viel mehr Spaß als normale Kämpfe. Da steckt eine ganz andere Nervigkeit dahinter. Mhm. Warte, du willst dann auch am Turnier teilnehmen? Zu deinen Informationen, Turnier ist ja eine völlig andere Geschichte. Mach die Schultern locker. Hör auf mich. Ein paar Ratschläge auch vom Profi zum Anfänger. Die Teilnehmer an diesem ersten Turnier machen dich sicher nervös, aber das ist nur ein Freundschaftswettbewerb. Konzentriere dich darauf. Ja, begrüße Max. Ja, wir könnten es im Endeffekt weitermachen, aber ich denke mir, das sollte erstmal ausreichen, um euch mal einen kleinen Eindruck zu vermitteln, was der Arcade-Modus mit sich bringt. Und somit würde ich sagen, ja, viel können wir nicht machen, denn wir müssen auf jeden Fall noch einiges warten, halt, bis die Vollversion angeht, weil ja, Charaktererstellung und so weiter und so fort. Und was bringen die ganzen Punkte denn für und was kann man denn freischalten? Und. Es ist einiges, wie man sehen kann. Es kommt noch einiges noch dazu. Anpassen können wir leider gar nichts. Nicht in diesem Modus. Das ist halt, was auch sehr wichtig ist, halt, ne, sagen wir so, für mich jetzt. Aber ist ein anderes Thema. So, ich denke mal, das war's hier einfach mal von Tekken 8. Ich bedanke mich vielmals. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig. Support ist kein Mod. Und somit, ja, denke ich mal, ich hoffe, euch einen guten Eindruck vermitteln können hier, was Tekken 8 angeht. Und somit wieder schauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Christian Angel 3000. Ciao.